Wir berichten heute von der D3Con 2016. Neben mir steht Thomas Strehrath, Partner und Vorstand von Jungformat. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch. Inwiefern kann die Kreativbranche denn der Displaybranche im Adblocker-Dilemma helfen? Wo kommt ihr da ins Spiel? Ja, erstmal vielleicht, indem man erklärt, dass es gar kein Dilemma ist, weil Dilemma klingt nach was Negativem. Es wurde auf der Bühne gesprochen von einer Bedrohung und von dem Adblocker-Problem. Ich finde, dass es überhaupt kein Problem ist, sondern dass es irgendwie mal deutlich macht, wie der Hase läuft in der digitalen Welt, nämlich, dass die Freiwilligkeit auf der Endkundenseite liegt. Und das gilt für Angebote, mediale Angebote, das gilt aber auch für das Thema Advertising, für kommerzielle Angebote, also Commercial Information. Und hier ist, glaube ich, jeder, der das nie irgendwie richtig beachtet, auf einem problematischen Ast. Und wir als Kreative können helfen, es ist schon in der Lage, oder dass man in der Lage ist, kommerzielle Inhalte so zu verpacken, dass der Konsument sie freiwillig konsumieren möchte. Du hast gerade im Adblocker-Panel gesagt, dass Adblocker das Beste sind, was der Branche passieren konnte. Wieso? Ja, weil jetzt plötzlich zwei Seiten irgendwie völlig genervt sind und über diese Adblocker schimpfen. Also auf der einen Seite die Publisher, die sagen, ja, aber jetzt ist ja die Reichweite meiner Angebote irgendwie beschränkt und jetzt verliere ich da quasi Geld. Und die Werbetreibenden auf der anderen Seite, die sagen, ja, aber ich habe nur noch 70% oder 80% meiner Reichweite, da will ich nicht so viel für zahlen. So, und beide sind gezwungen durch die Adblocker-Überlegungen zu sagen, wieso machen Endkunden denn das? Und das immer wie es ist, Umdenken, Theorie funktioniert nicht, aber wenn Geld seinen Strom ändert, dann ändert auch das Denken meist die Richtung zu diesem Strom. Und deswegen bin ich sehr froh, weil das eben, was ich eben gesagt habe, wieder fokussiert, Freiwilligkeit des Konsums, auch Freiwilligkeit des Konsums von kommerziellen Angeboten. Und das finden Kreativagenturen wie wir natürlich nur hervorragend. Wie ist deine Einstellung zu Programmatic Creative? Wie kreativ kann Programmatic eigentlich sein? Also das ist ja die Frage des Begriffs Creative. Also insofern glaube ich jetzt in Programmatic Creative irgendwelche Lösungen zu sehen, wie wir sie in großen Filmen, also epochalen Markenfilmen und so weiter machen, glaube ich, wäre dort fehl am Platz. Was aber natürlich fantastisch ist, dass in Programmatic Creative wir auf hervorragenden Daten arbeiten können, sofern sie denn vorliegen und mehr sind als nur ein reines Versprechen. Je spezieller die Daten sind, desto spezieller und kreativ, individuell dich berühren, Tina, kann ich dann auch ein Angebot stricken. Und das ist das, was wir zumindest theoretisch uns davon versprechen. Ich muss sagen, die Realität sieht im Moment noch ein bisschen anders aus. Viel von dem, was uns als Super Data Package verkauft wird oder präsentiert wird, sind sehr banale Segmentierungen auf einem sehr groben Raster. Du hast neulich deine Meinung zu Content Marketing kundgetan. Warum funktioniert es deiner Meinung nicht und welche Zukunft prognostizierst du? Content Marketing funktioniert hervorragend, wenn. Und da gibt es eben ein paar Einschränkungen. Und wieso es grundsätzlich vielleicht nicht so funktioniert, wie sich das alle gewünscht haben, liegt an einer einfachen mathematischen Gleichung, die niemand durchbrechen kann. Wir haben in 2015 erlebt, dass das, was an User-Generated Content, Content von Medienhäusern und nun auch Content von Marketing im Markt da ist, einfach nicht mehr die Eyeball-Minutes, die Endkunden zur Verfügung stellen kann, trifft. Der Begriff, in den USA spricht man schon davon, ist Content Clash. Es gibt also mehr Content, als überhaupt gesehen werden kann. Das heißt zwingend, egal wie ich es stricke, es bleibt Content ungesehen. Und welche Mechanismen gibt es denn, dass mein Content meiner Marke gesehen werden kann? Und darauf wollten wir einfach nur hinweisen, zu sagen, das gibt nur zwei Möglichkeiten. Oder wir sagen, Marketingkommunikation hat drei Möglichkeiten. Die eine ist, mein Content ist super unterhalten, also er macht richtig Spaß. Oder er ist unterstützend, also er hilft dem Endkunden, irgendwie einen Service in Anspruch zu nehmen. Oder untergehen. Und das heißt eben untergehen in diesem Ozean von langweiligen, mittelmäßigem, redaktionellen Content. Und da wollten wir den Finger in die Wunde legen, zu sagen, wer glaubt, er müsste jetzt einfach nur redaktionelle Angebote permanent jeden Tag publizieren, der würde damit wirklich irgendwie auf Dauer irgendwie seine Marke irgendwie stützen können. Da würden wir sagen, Illusion. Ihr räumt ja eigentlich jedes Jahr die Preise für die besten Videokampagnen ab. Kannst du uns jetzt die entscheidenden Faktoren für erfolgreiche Videokampagnen nennen? Du würdest mich auch nicht nach dem Rezept von Coca-Cola fragen, wenn ich aus Atlanta komme. Also insofern nein. Okay, wie gefällt dir die D3Con bis jetzt? Bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also erstmal zu Beginn gesagt, ich bin sehr froh, dass ich überhaupt hier sein kann und das mal so aufzunehmen. Ich habe durch die Teilnehmerliste geschaut. Das ist ganz, ganz furchtbar, wie wenig meiner Kollegen, also von Agenturen, also von großen Klassikagenturen da sind. Nicht, weil Klassikagenturen so wichtig sind, aber weil sie eben im Wesentlichen den großen Zugang zu den Marketingentscheidern haben. So, und da würde ich glauben, von den Fragen, wie eben aufgesprochen von Adblocker-Systematiken, von Programmatic im Allgemeinen, der Integration in andere Kommunikation, da müsste sich diese Veranstaltung noch mal ein bisschen öffnen, also mehr Leute meiner Spezies irgendwie dazukommen. Dafür müsste sich auch die Sprache ein Stück weit eignen, weil ein Vokabular benutzt wird, das dann für viele eben sehr unverständlich ist. Zumindest müssen vielleicht Sidestreams der Veranstaltungen in diese Richtung laufen.
Das sind viel Kritikpunkte, aber nur, weil ich es in Summe gut finde. Also weil ich es in Summe, ist natürlich, sind alle diese Überlegungen nicht mehr wegzudiskutieren. Insofern finde ich es natürlich eine hervorragende Veranstaltung. Alles klar, vielen Dank.